So, willkommen zur zweiten Folge von Witcher 3 The Wild Hunt. In der letzten Folge haben wir einen Haufen Cutscenes gesehen und den Greif von diesem Bauern Kaufmann vertrieben. So, und jetzt Leute, unsere nächste Quest suche die Taverne und weiß gar nicht. Let's go. Also, ja, ein Greif so nah am Dorf. Relativ. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. So. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Warum redet ihr auf einmal so laut? Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Mhm. Alles klar. Ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Alles klar. Vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Gott. Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Die Alles Schwarzen klar. Vermessen die Felder. Lass sie doch. Fangen wir mal hier an.
Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Okay, die waren jetzt nicht so sehr nett. Dann nochmal, es gibt vier Farben. Vier was? Farben, okay, Gruppen, Sorten, wie Kreuz und Pik. Gaunter und Dimmt. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Ein kleiner Schnaps hat noch keinem geschadet. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du ihn? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Was Jennifer? Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen, geht es um die Liebe? Erraten, es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Alles klar. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Alles klar. Frage die Hilfgarte noch Jennifer. Oh, jetzt gibt's Beef. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Drei gegen 100, sechs Topfen. Ich bleib nicht lang, lass das. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Komm zu Papa! Reiß ihm die Eier! Zeit zu sterben. War nett, euch zu treffen. Auf Platzung.
hier steht. Oh. Da ist ein Anschlagbrett. Er feiert und singt, weil er im Tier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Sensation. Auftrag Teufel beim Kunden. Ja, das klingt doch ganz gut. Oder wo bist du? Okay. Alles klar. Ich muss noch ein Ausrufezeichen. Was sagst du denn? Let's go. 50! Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Das tut mir leid. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen gegen Bifa. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Gut, alles klar. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich ins Questlog. Nebenquests. Nächstes in der Hand, das ist es. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Alles klar. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Könntest du uns vom Bösen erlösen? Ich schmecke oben in der Kiste. Okay. Was ist wieder der, was da drin war? Hier ist was. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Der meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Alles klar. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Alles klar. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht.
Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Kommt nicht in Frage, du kommst mit. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Versuch's doch. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Na, wie lange soll ich noch warten? Zack. So. Und ist klar. Au, au! Aufhör! Ich gebe auf! Verdammt! Du hast mir die Nase gebrochen! Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied. Und lass dir raten, mach keinen Unfug. Also ist aber jemand salzig. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Okay. Jetzt wird das Dorf dich erst recht. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Alles klar. Fragen wir doch gleich mal nach. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig deine Ware. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. So. Ein paar Satteltaschen wären eigentlich nie schlecht. Uns wird dann bei Zeiten auch der Platz ausgehen. Ach komm, das nehmen wir mal mit. So, alles klar. Leb wohl. Leb wohl. Gut. Dann. Tauch komm schon, Blase im Wasser. Ja, wo ist Plätze? Da. Grillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Schneller! Schlucker grillen. Nicht zu schnell, Plätze. Magie. Ein Ort der Macht. Na komm schon. Thank you.
wenigstens schon mal leveln. Ist klar. Let's go. Oha! Die Satteltaschen können wir auch direkt mal anlegen. So. Ist klar. Machen wir das dann später. So. Hinter mir schnell. Na, wie lange soll ich noch? Hey. So ist gut. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Habt ihr Arbeit für mich? Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Alles klar. Dann gehen wir halt. Zum Turm. Coltes Griffian Essanbar. Wir müssen ein Teil eurer Ernte. So. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas? Willst du von mir auch etwas schaffen? Okay, Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt, 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden.
Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Alles klar. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Alles klar. Bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Alles klar. Gut. Jetzt war noch eine Kiste. Meteoritenerz. Was ist hier noch? Bombe. Alles klar. Louis, der Nördling. Finster und übel. Mach Platz! Wieder runter. Hm? Ah, okay. Loede Nordling! Einfach mal schnell bei per Schnellreise. Da gehen wir erstmal hin. Von hier hin können wir dann auch überall schnell hin. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Okay, also dann. Gehen wir erstmal hier rüber. Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. War das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich töte den Greif, es wird keine Opfer mehr geben. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich töte den Greif, es wird kein Opfer mehr. Es ist ausgemacht, dass ich den Greif töte. Dann gibt es keine Opfer mehr. Oh doch, natürlich. Wenn der Greif fort ist, töten andere an seiner Stelle. Monster oder Menschen. Was meinst du, sollte ich tun? Deinen Beruf ausüben, aber nicht glauben, dass du etwas ändern kannst. Okay. Ich brauche Kreuz. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ach ja, der Greif. Hätte ich mir denken können. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so.
Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard mag Ordnung. Nilfgaard schätzt eines: Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Alles klar. So, und zum nächsten Mal machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.